meine Lieben. Hi, meine Lieben. Adrian und ich waren heute Morgen bei Bauhaus und haben hier so eine tolle neue Küchenlampe geholt. Hier genau, einmal für die Küche. Kann man gar nicht so ein Deckenleuchter, damit nämlich die sich hier mal weg kann, weil sie immer im Weg hängt, weil wir irgendwie was aufnehmen oder auch vielleicht teilweise rannt die auch mit dem Kopf dagegen. Ne? Und damit wir das ein bisschen heller im Wohnzimmer haben, haben wir uns genau die gleiche Lampe geholt, nur ein bisschen größer. Die steht nämlich schon da, genau. Die zeige ich euch mal. Hier ist schon mal Staubsauger haben wir rausgeholt und hier ist die Lampe. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht, denn die wollen wir gleich mit dem neuen Ranbauen. Akkuschrauber. Mama hat sich nämlich hier einen Mädchen-Akkuschrauber geholt. Ich fand den so süß. Also ich finde praktisch, wenn man irgendwas Leichtes zusammenbauen möchte oder abschrauben möchte, nicht ein Riesen. Genau, man ist schneller mit dem Ding. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir ein bisschen was leer räumen, damit wir hier nicht alles voll schmieren, denn wir müssen in diese Decke bohren. Und jetzt kommt die alte schon mal ab. Ist sie dreckig. Kannst du mal ausmachen? Ja. Zu hell. So, jetzt wird es hier ein bisschen dunkler im Wohnzimmer. Jetzt müssen wir jetzt mal die alte abschrauben. Oh, das sieht aber aus. So, Teil 1 ist erledigt. Super. Als nächstes gucken wir erstmal rein hier, ne? Ich würde auch sagen, ja. Hier drin ist. Erstmal reingucken. Aber das sah gar nicht mal so schlecht aus im Geschäft. Die hatten wir uns angeguckt. Die ist ja riesig. Haben wir die richtige Schnucki? Ja, ja. Die sah so. War die andere dann noch größer, die wir uns angeguckt haben? Jo. Fernbedienung. Cool. Und hier ist. Fällt irgendwas raus. Die Hälfte. Hier ist nur die Kappe, die Abdeckung. Also, das ist die Abdeckung hier. Und das hier ist die Lampe. Ja, also wir haben uns das hier angeguckt bei Bauhaus. Und das es gibt keine alles, Glühbirnen mehr. Es gibt keine Glühbirnen mehr, nee. Es gibt nur noch diese LED-Lämpchen hier, die man so sieht. Und man kann sie auch mit der Fernbedienung steuern. An, ausschalten, dann kann man die auf Weißlicht machen oder gelbes Licht, ne? Je nachdem, was man haben möchte. Wie viele Löcher müssen wir denn bohren? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Aber gut, aber 4 reichen wohl mindestens. Also, die ist nicht schwer, die ist unheimlich leicht. So, wir haben die Lampe jetzt ausgepackt und festgestellt, dass gar kein Befestigungsmaterial da ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt die Schrauben und Dübel selber suchen. Toll, oder? So, jetzt wird es doch ein bisschen aufwendiger hier. Es muss Platz gemacht werden. Ihr hört das schon, jetzt kann es auch schon losgehen. Adrian hat die Bohrmaschine, ich gleich eine Staubsauger. Dann werden wir jetzt mal oben 4 Löcher bohren. Ich hoffe, dass da nichts passiert. Wir haben jetzt Strom aus. Hier. Was? 3 Löcher. Ah, nur 3 Löcher. Bist du doof? War kein Strom, alles gut. Da habe ich Marie mal ordentlich einen Schreck eingejagt, ne? Ich habe echt hart Herzrasen jetzt, ne? Ich finde sowas überhaupt nicht lustig. Das ist der Albtraum jedes Elektrikers, ne? Irgendwo Strom zu treffen, voll in die Leitung gebohrt. Und jetzt kommen die Dübel rein. Ja, hoffentlich mal, passt irgendwie. Das. Also wir haben es gerade probiert. Bei Bauhaus haben wir gesagt, das sind die richtigen hier. Bauhaus. Mach was draus. Mach was draus. Oh oh. Doch, geh doch rein. Ja, aber das ist so schwer. Das ist haben wir es vertan jetzt? Wo ist die Schraube? In 1 mm. Schraube hast du eigentlich jetzt gehabt? Ist eben runtergefallen. Ach so. So, jetzt versucht Adrian einmal mit der Schraube drin reinzuklopfen. Das wird nix. Wird nicht? Schon gerissen, der Dübel. Scheiße. Der geht nicht rein, ne? Okay, dann zieh ihn doch raus wieder. Zange. Warte. Jetzt haben wir die Löcher nun doch um 1 mm größer gemacht und der erste Dübel steckt schon drin. Passt alles. Passt. Zum Glück hatten wir 4 Dübel und jetzt brauchen wir dann nur noch 3, haben wir einen versaut. Der muss gleich noch ein bisschen weiter rein, ne? Ja. Super. So. Rieselt alles hier. Zum Glück haben wir diesen Karton. Der funktioniert sogar, aber ich brauche jetzt irgendwie einen richtigen Aufsatz, damit wir die Schraube. Also hier ist noch so ein Ladekabel dabei und es waren dreht voll eine süß. Schraube rein, ja? Ja. Reicht doch. Und hier sind so 3 Aufsätze. Mit denen komme ich jetzt hier nicht weit. Hat doch irgendwo was geleuchtet, oder? Oben. Ja. Und unten auch. Unten. Wir haben den nur ganz normal, ne? Du für dich. Man hat also Licht, wo man bohrt. Ja.
So, das ist und die drei Aufsätze waren dabei? Ja, aber die passen jetzt nicht in unsere Schraube. Na gut, dann lass mal die Lampe ranschrauben. Brauche ich jetzt mal. Wo ist der denn? Weißt du, wenn du was reinsteckst? Nö. Nö? Die Möglichkeit gibt's da nicht. Jetzt kommt der Teller ran hier ja, und ja. Fliegen das ja, Mikro. Ja. Genau. Das ist wie so ein Dreieck, hast du davor. Also, hältst du die Lampe wieder? Wir müssen einmal die Kabel durchstecken. So. Warte mal, die Löcher. Wir mal die finden. So, wir haben jetzt mittlerweile dann doch die Leiter geholt, weil ohne der geht es nicht. Ja, eine Schraube ist drin. Dran! Dran! Ich muss das Kabel da rein. So, jetzt gucken wir einmal, ob das funktioniert. Dieser Teller ist jetzt dran. Bleibt man dran. Ja. Aber es ist viel heller. Ich finde, es ist viel schöner. Jetzt nochmal die Kappe. Genau. Den Sternenhimmel. Dann kannst du nachher auch noch dimmen oder ein gemütliches gelbes Licht einstellen. Genau, wir haben ja die Fernbedienung dafür. Probieren wir gleich mal aus. So, jetzt schauen wir mal kurz nach oben. Die Kappe ist jetzt dran, wie das aussieht. Tada! Alles hell. Richtig schön glänzend und hell. Ich finde das viel besser. Also ich würde sagen, das macht man hier an. Aus. Ausgedimmt. An. So, und hier kann man... Oh, was für ein schönes Licht. Ich finde das gut. Guck mal, dann wird es ein bisschen dunkler. Jetzt wird es ein bisschen weißer oder bläulicher, ne? Cool. Also hier schalte ich jetzt einfach mal... die Lampe an. Hier haben wir die drei Sonnen in der Mitte. Einmal 1, 2 und 3. Einmal weiß, gelb und orange. Und hier kann man zum Beispiel, jetzt mache ich die Sonne komplett an. Mit Plus und Minus kann man immer so ein bisschen dunkler zum Beispiel machen. Oder heller. Geht auch. Dann kann man auf den Halbmond drücken. Dann ist alles ein bisschen gedämpfter. So, und jetzt machen wir nochmal hell. Und da kann man richtig Sterne sehen hier, ne? Weshalb ja, man das total. Jetzt sehen kann. Ja? Doch, kann man, das glitzert. Muss man eben die Lampe ein bisschen anders einstellen. Ich meine, ich muss mal kurz die Kamera ein bisschen einstellen. So, also kann man das sehen hier in ich unserer hoffe, Glitzerlampe? Also, sieht hübsch aus. Weiß nicht, also jedenfalls sind da Sterne zu sehen. Genau. Also er wird bestimmt mal mit hier rumspielen mit der Fernbedienung, ne? Glaube ich auch mal. An, aus, an, aus. Das ist ein hübsches Licht. Mittlerweile ist Ash auch wieder da. Adrian hat ihn gerade abgeholt. Und guck mal, jetzt wird einmal. Wie kann man das Licht anmachen? Also bei dem Schalter tut sich nichts, aber bei dem anderen Spatz, der mittlere. Da musst du mal einschalten. Hä? Ja, vielleicht hast du auch alle Fernbedienungen abgeschaltet. Ja, oh Gott. Das kann dann sein. Ja, die Fernbedienung. Probier mal mit Fernbedienung. Das war die Fernbedienung. Auf Rot? Ja. Und? Ja, jetzt, Lenne. Was ist jetzt hier? Lampe kaputt? Der blinkt. So jetzt. Aber man macht rechts an, glaube ich, nicht rot, oder? Ja, jetzt auf, rot, auf rechts. Ha. Aber war nur einmal kurz an. Warum denn? Was ist das denn? So, jetzt haben wir das hinbekommen. Ja, irgendwas war da falsch. Und was sagst du dazu? Ist viel heller hier, oder? Cool, weiß es nicht. Und du kannst auch hier, warte mal, drück mal. Weißt du was, das sieht so aus wie so ein Mond. Drück mal nur Vollmond. Auf die Lampe drauf. Und es wird Licht. Gelb. Ja. Weiß. Und was ist, wenn man in der Mitte drückt? Gelbes Licht. Und hier kannst du jetzt ein bisschen. Ja, cool. Ein bisschen weniger Licht haben. So, guck mal. Und? Guck mal, siehst du die Sterne in der Lampe? Ja. Wie die glänzen. Ah, ja, aber jetzt auf der Kamera sehe ich es leider nee, nicht. So mit dem Auge. Wie eine Silvesterlampe. Ja. So, meine Lieben, jetzt haben wir einiges hier geschafft. Wir haben jetzt auch mittlerweile Mittag gegessen und ein paar. Das Licht geht jetzt aus. Ein paar Bilder haben wir angebracht und zwar. Jetzt ist das Licht. Fernbedienung und Licht. Das aber habe ich noch nie du, gehabt. Das ist richtig gut. Das ist richtig schön hell. Gerade so für die Aufnahmen, das merke ich jetzt. Nochmal. Muss man nicht immer die Lampen hin und her schleppen. Diese Softboxen. Hast du es kaputt gemacht? Ah. Also, hier ist unser erstes Bild. Da sitzt Adrian dann an seinem Arbeitsplatz und guckt aus dem Fenster raus in die schöne Natur. Das sind die Fantasien von den Frauen. Nein, das ist doch toll. Und dann haben wir noch ein Bild, dieses. Noch eine andere Beleuchtung. Ja, das ist recht ruhig. Wir haben das andere jetzt abgenommen, einmal ausgetauscht. Schnucki. Haben wir toll gemacht, ja, ich würde mal sagen. So hell war das hier früher mit der alten Lampe. Ja, das stimmt. Ja, ja. Kommt hin, ne? Ja, das stimmt. Kann man jetzt die Sterne sehen da oben? Nein, also auf der Kamera kannst du das echt nicht. Also so jetzt, ja, aber... Na gut, das war's dann auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, und von mir. Ich war auch mit dabei. Tschüss. Haben mir fleißig geholfen.
Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier findet mit der Lampe und den Bildern, ob euch das auch so gefällt. Und für uns ist das hier was ganz Neues. Lampe mit Fernbedienung. Habt ihr auch eine? Also ich habe das noch nicht gesehen. Nein, also ich habe es auch noch nicht gesehen. Und was der Verkäufer gesagt hat, die normalen Lampen mit Glühbirnen gibt es bald nicht mehr. Es gibt nur noch LED. Das ist gelogen. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Nein, LED ist ja auch sparsamer. Ja, so, jetzt war es auch von uns. Bis dann. Tschüss.